Grüß Gott, hier Stefan Janel, Berichterstatter für Alikan. Wir sind im Moment in München auf dem Marienplatz. Es findet gerade eben eine Demonstration statt, um auf die Menschenrechtslage in Tibet aufmerksam zu machen. Tibet! Tibet belongs to! Tibet! Tibet belongs to! Tibet! Also ich glaube, man darf nicht eine Freiheit verteilen. Man muss auf allen Seiten jetzt Druck ausüben. Und zwar Druck von Seiten der Politik, die darf sich nicht wegducken in einem Menschenrechtszynismus, wie wir ihn in den letzten Tagen und Wochen erleben. Und die Wirtschaft darf sich nicht wegducken, VW und Adidas sind Hauptsponsoren. VW will den Fackellauf in China begleiten, also auch nach Tibet auf den Mount Everest. Ich erwarte, dass VW und Adidas sich selbstverständlich auch als Träger der Menschenrechte verstehen. Der Sport darf sich nicht wegducken. Die Behauptung, Sport und Politik hätten nichts miteinander zu tun, hat das IOC ja selber widerlegt, als es vor 8 Jahren gesagt hat, mit der Entscheidung für Peking wird auch eine Verbesserung der Menschenrechtslage versucht zu unterstützen. Also jetzt muss massiver, großer, offensiver Druck ausgeübt werden. Und ich glaube, es wäre falsch, einen Boykott auszuschließen. Der Dalai Lama sagt ja zu Recht, er möchte, dass die Spiele in Peking stattfinden, wohlgemerkt dann aber in China stattfinden, dass die Weltöffentlichkeit, die Weltpresse tatsächlich nicht nur vor den Kulissen filmt und Interviews macht, sondern sozusagen das gesamte Umfeld abbilden kann. Das wäre ein wichtiger Schritt. Aber es wird darauf ankommen, wie sich die Lage in den nächsten Tagen und Wochen entwickelt. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Es freut mich, wie meinen Kollegen Namri, dass so viele gekommen sind zum alternativen Fackellauf. Und die Ursprungsidee war, schon seit vielen Monaten einen Fackellauf zu initiieren, bei dem wir dem Volk in Tibet signalisieren, wir haben euch nicht vergessen. Und ich denke, die Ereignisse in den letzten Tagen haben das nochmal sehr deutlich gemacht, um was es in Tibet und im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen in Peking geht. Freiheit von Tibet! Freiheit von Tibet! Menschenrecht von Tibet! Menschenrecht von Tibet! Genüge raus aus Tibet! Genüge raus aus Tibet! Genügiges Leben! Nein, Schim! Schim, Schim! Deiner Schim! Schim, Schim! Deiner Schim! Wir wollen Gerechtigkeit! Wir wollen Gerechtigkeit! Wir wollen Wir laufen alle gemeinsam von hier los und ich hoffe, wir bringen diese Fackel nicht nur ins Olympiastadion, sondern einmal rund um die Welt. Und auf den Everest! Deswegen habe ich eine Bitte an Sie, wenn Sie zu Hause Freunde haben, Bekannte, die über das Problem von Tibet noch nicht Bescheid wissen, informieren Sie sie. Desto größer die Unterstützung von uns Deutschen ist und ganz wichtig im Sinne der Tibeter, desto besser ist es für dieses Volk. Freiheit für Tibet! Freiheit für Tibet! Freiheit für Tibet!